Und mit einer sehr gefährlichen Bootsfahrt geht es weiter hier mit Toadette und Captain Toad Treasure Tracker. Schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Ich sehe schon auf dem Titelbild ziemlich viele Hammerbrüder und ja, das gefällt mir nur so suboptimal. So, machen wir die Lampe mal an, dann ist es schlechtes Wetter, schlechte Sichtverhältnisse. Und da sind schon die ganzen Hammerbros. Ich bin gerade überlegen, die Kamera nahe zu fahren. Ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Naja, schauen wir mal. Wir können zurückwerfen. Aber das ist... Okay, wir haben Munition hier. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen da ran. Um ihn zu treffen. Hier rein, ne? So, jetzt ein bisschen Money. Dieser Diamant, der erste, war wirklich nicht sehr schwer versteckt. Vor allem, man musste ja gar nicht mal zurück aufs Boot, so wie ich anfangs annahm. So, aber was wird dieser Schalter tun? Uns hochheben. Super. Und hier kriegen wir einen Pilz, den wir gar nicht brauchen. Aber da oben geht es noch mit einer Spitzhacke irgendwie ab. So viel kann man schon mal verraten. Das werde ich erkennen. Wie soll ich dich aktivieren? Oh. So vielleicht. Die Frage ist... Muss ich das erst aktivieren? Kann ich. Hey, ich stehen geblieben. Und den Diamanten her. Sehr schön. Das ist der zweite. Damit geht das nicht, ne? Ja. So, und man kann, wenn ich hier länger drauf bleibe, man sieht es gerade schlecht, weil es so dunkel ist, mit dem Cursor kann ich hier Blumen spawnen lassen, die nach einer Zeit wieder verschwinden. Nettes Gimmick. Ob es zwingend notwendig ist, weiß ich nicht. Und er gibt uns den Hammer. Mit dem können wir hier abräumen. Oder runterfallen, wenn wir dumm sind. Was wir sind. Und wir kommen nicht mal mehr hoch. Ja, okay. Das nehme ich auf meine Kappe. Das war nicht so clever. So, nehmen wir mal eine Rübe mit. Gibt es hier rote, zielsuchende Kugelwillis. Die sollten wir nach Möglichkeit erledigen. Ah. Yes, den Diamanten haben wir. Damit haben wir alle drei. Nur noch auf diesen roten Kugelwilli hier kümmern. Der uns ans Leder will. Aber uns nicht mehr triggert. Okay. Sehr schön. Dann sind wir drüben angekommen. Also hier keine Münzen sind. Mittlerweile glaube ich schon fast, die zweite Mission ist hier eine Münzenmission. Dann stehe ich ziemlich blöd da. Aber schauen wir mal. Was die zweite Mission so ist. Kein Schaden erlitten. Cool, das haben wir nämlich geschafft. Gleich beim First Try. So muss das. So, dann suchen wir noch den guten Pixel Todd, der sich auch noch in diesem Level verstecken möchte irgendwo. Wo ist er, mein Freund? Here I go! Ach ja. Sehr schön. Wieso habe ich zuerst den Gedanken gehabt, dass er hier hinter ist? Da kann man dann rüber hinschmeißen. Okay, ich verstehe. Und hier scheint er nicht zu sein, zumindest kann ich mich hören. Ich bin der Hammer, Bro. Ich will nur das Geld. Mein Gott, die Rübe hat uns geschützt. Hey.
Ich treff nicht! Ich treff nicht! Ist langsam eng. Powerblöcke helfen mir. Wo ist dieser Pixeltot? Bisher höre ich ihn noch nicht schreien. Vielleicht oben irgendwo. Schon. So, er hätte uns den Diamanten gegeben. Ja, ich denke dann. So, er kann da abkürzen. Aber das bringt ja nicht ganz so viel. Und so macht man den Cash. Wo ist der Pixeltot? Den haben wir noch nicht, habe ich noch nicht erblicken können. Bestimmt ist er hier hinter. Nein? Wirklich nicht? Hm. Ich gerade schon fast ein wenig ratlos. Warte, ich habe ihn gehört. Nein! Ich wollte... Ach, verdammt, da war ich schon auf dem Floß, als ich ihn gehört hatte. Die Frage ist... Oh, er muss ja hinten in der Ecke gewesen sein. Irgendwo. Ich kann mir die Sache natürlich sehr einfach machen mit dem Touch. Eine Bewegungssteuerung. Kann auch den Kollegen hier so erledigen, indem ich einfach abwarte. Nicht gerade sehr fair, aber ein Teil des Spiels. So, mal ein bisschen schneller, Toadette. Immerhin war da hinten irgendwo der Pixeltot. Ich höre ihn schreien. Wo ist er? Habe ich ihn etwa übersehen? Hier hört man ihn nicht mehr. Nur wenn man da, wo es zum Floß geht, steht, hört man ihn. Ist er vielleicht oben? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Checken wir es mal ab. Nein, man kann ihn hier nicht hören. Er muss irgendwo... Klebt er vielleicht am Floß sogar? Da ist er tatsächlich. Ich hab ihn gefunden. Sehr schön. Cooles Versteck auf jeden Fall. Müsste ich mich gerade doch etwas mehr konzentrieren, als es mir recht war. Weiter geht's mit hin und her auf der Rampenwand. Ich sehe Kugelwillis. Das könnte gefährlich werden. Oh, und wieder Touchscreen ist an. Also, ja. Diese Steine sind am Werk. So, kommen wir hier rüber. Kommen wir, ich wollte sagen, zum ersten Diamanten, aber nein. So können wir uns einen Schutzwall aufbauen. Vor zwei auf jeden Fall. So, hier oben verstecken einmal. Zack. Und ausfahren.
So, sehr schön. Wie kommen wir da dran? Das ist die Frage. Obwohl, Moment. Wenn das eine Rübe ist, die man werfen kann, dann... Nein, das ist nicht okay. Schade. Dann müssen wir uns da was anderes überlegen für... Jetzt können wir uns hier rüberschieben. Wie soll ich an den Diamanten kommen? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Moment. Was muss denn hier sein? Ah, aha. Und wie komme ich da hin? Ah, ich glaube, ich muss nochmal komplett runter, ja. Tut mir sorry, konnte ich nicht ahnen, dass da eine versteckte Tür ist. Mit der wir hier rüber gelangen können. Aber cool gemacht. Ah, nein. Oh, das war knapp. Schauen, ob das es wert war. Tatsache, dann ist es der letzte Diamant. Tja, dann werden wir uns jetzt ein Wettrennen gegen einen Kugelbilly stellen müssen. Lauf, Toadette! Aber easy. Haben wir. Geschafft. Die Frage ist, was ist die zweite Aufgabe? Tippstein nur viermal berühren? Ja, okay, gut. Das... Sag ich mal, kann man beim First Try eher selten lösen. Gerade mit der versteckten Tür habe ich ein bisschen zu viele Tipps gebraucht. Hier brauche ich einen und einen zweiten, das ist klar. So. Hier muss ich einmal. Jetzt bin ich aber schon bei 4. 5. Okay, Moment. Das ist so am Anfang. Das heißt, ich komme hier nicht vorbei. Also brauche ich hier einen. So, dann muss ich wieder hoch. Dafür brauche ich den zweiten. Den hier rausfahren, sonst komme ich ja nicht hoch. Und dann so. 5. Hä? Wie soll man das in 4 schaffen? Das ist die Ausgangsposition. Da komme ich nicht dran vorbei, ohne einmal zu tippen. Ne? Das geht nicht, oder? Ja, es geht schon. Wenn man nicht gerade doof ist. Tut mir leid. Und 4. Damit hätten wir es schon. Wir müssen nur noch schaffen, zum Dings zu laufen. Zum Stern. Und dann haben wir die zweite Quest schon erledigt. Sehr schön. So kann das laufen. Jetzt nur noch den Pixel-Tot suchen. Und da schiebt sich wieder eine Karte nach vorne in die Seite, ein Bonus-Level. Ok.
Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal suchen wir den guten Herr Pixeltot, der sich bestimmt irgendwo auf einen Schiebestein versteckt hält. Ich höre ihn noch nicht brüllen. Oh mein Gott, ich bin auf den Kugelweg draufgesprungen. Das war etwas gefährlich. Wo ist der Pixel? Sollte ich ihn nicht schon eigentlich sehen können? Jetzt höre ich ihn schreien. Wo ist der Gute? Da ist der Gute. Nein! Moment, das macht nichts, das kann ich von hier aus lösen. Zack. Okay, zum Glück war das unten noch so ausgefahren, dass ich von den Kugelwindis geschützt war. Sonst hätte ich ja ganz schön alt ausgesehen. Okay, schauen wir mal, was sich dafür ein Bonuslevel wieder angebracht hat. Ja, das ist zu viel. Ein Münzrausch. Der ist ja mit Toadette, glaube ich, immer ein bisschen anders. Wir haben uns das letzte Mal für die Kirsche, Doppelkirsche entschieden. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Axt. Mal schauen, wie es hier aussieht. Oh, wir müssen uns nach unten vorarbeiten, oder was? Okay. Ja. Eigentlich ganz cool. So ein bisschen flippermäßig war das. Kann man mit leben. Wir haben auf jeden Fall gut Coins. So, weiter geht's. Oh, wenig Licht und viele Geister. Das ist gefährlich. Captain Toadette. Schaltet ihr Licht bitte nicht aus, sondern an. Und ja, es gibt sehr, sehr wenig Licht. Oh, und hinterm Start gleich mal ein verstecktes One-Up. Okay, das bedeutet aber auch, die Pixel-Tot-Suche kann sich sehr, sehr gefährlich gestalten. Würdest du bitte verschwinden? Danke. Hier geht's rein und hoch. Mann, ihr braucht echt mal ein bisschen mehr Tageslicht hier, ne? Hier ist es ja stockfinster. Aber der zweite Diamant, den habe ich nicht übersehen. Trotz dieser Dunkelheit. Die Frage ist, wenn das schon der zweite ist, wo ist der erste? Stirb! Gut, dass Toadette ein Licht auf ihren Kopf hat. Was ist mit dem los? Danke. Dass er auch mal sich verabschiedet. So. Oh Mann, wieso glaube ich dann, Pixeltot sich irgendwie auf so einem Bild hier verstecken wird? Zumindest ist das irgendwie meine Hoffnung. Ach, und hier ist schon der erste. Unser zweiter Diamant. Oh. Da kommen wir gar nicht so. Ja, weil die sich drehen, müssen wir wohl so raus. Wir können die nicht lang genug im Lichtkegel haben, um sie zu zerstören. Von daher gehen wir einfach vorbei. So, und was passiert hier? So, dass wir den Diamanten. Ja, so ist es lang genug, dass wir aufsteigen können. Kommt ihr nur her.
So, so sterbt ihr beide, oder? Goodbye. So, und hier scheint es weiterzugehen. Ja, beziehungsweise zum Ziel zu gehen, ne? So, du stirbst auch noch. Ich mag keine Buhus. Ist nichts Persönliches, aber du musst sterben. Nimm es wie einen Geist. Wie auch immer ein Geist sowas nimmt. Ein One-Up-Pilz eingesammelt. Das ist die geheime Mission gewesen. Ja, kann man leicht übersehen. Und man kommt auch nicht mehr hoch. Zum Glück schaue ich mich am Anfang gleich mal um, nochmal, ne? Ein kleiner Tipp für findige Abenteuer. Wenn du zum Titelbildschirm zurückkehrst, kannst du bereits gespielte Episoden auswählen. Vielleicht versteckt sich... ja, es ist bloß, dass ich im Titelbildschirm tatsächlich zwischen Episode 1 und Episode 2 wechseln kann. Wer hätte das gedacht? Sie ist nicht verbrannt. Ich darf das tun. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Ich muss jetzt sehr auf Todds Schreie achten. Oh, er stirbt nicht. So. Warum auch immer, obwohl er doch genau im Lichtkegel ist. Wo ist der gute Pixel Todd? Ich dachte gerade, er wäre da auf der Lampe drauf, aber nein. Da habe ich ihn doch. Also man hört ihn hier oben schon schreien. Die Frage ist, wo er sich aufhält. Hier höre ich ihn nicht mehr schreien. Er hängt bestimmt da oben irgendwo dran. Nein! Ja. Ja, ich höre ihn, ja, es ist mir schon bewusst. Aber ich sehe ihn nicht. Jetzt ist sogar wieder leiser. Bei Spaten fliege ich einfach mal ganz gerne. Wo ist er? Ist er auch nirgends. Bitte sei nicht. Vielleicht rechne ich mit einem zu gemeinen Versteck tatsächlich. Aber. Er muss doch hier ganz irgendwo in der Nähe sein. Sehr gute. Ist er dort? Und warum sollte ich überhaupt über diese Dings gehen, über diese Balken, wenn ich einfach so nicht zum Ziel abkürzen kann? Ja, okay, ich verstehe. Hätte ich mir auch denken können. Ich höre ihn jetzt nicht mehr, das macht mir gerade ein paar Gedanken. Aber ich habe es geahnt, er ist dort. Mitten im Dunkeln an einer Wand versteckt. Not bad, Pixel Todd. Hier hattest du wohl deine größten Möglichkeiten. Aber ich habe dich dennoch gefunden. Und ob wir ihn auch im nächsten Part wiederfinden werden, das müsst ihr selbst herausfinden. Indem ihr wieder einschaltet und auch gerne einen Daumen nach oben da lasst, um mich zu unterstützen. Und...
Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.